Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder bei einem neuen Video dabei seid. Heute gibt es endlich zwei große Neuigkeiten. Das erste ist natürlich das Thema Shop. Da haben mich wirklich viele gefragt, wie geht's jetzt mit Davanda weiter, wenn Davanda geschlossen hat und so weiter und so fort. Das ist das erste Thema, worum es ganz kurz in dem Video geht. Und dann im Anschluss gibt's ein Shop-Update. Und zwar habe ich wieder eine neue Kollektion für euch. Der Sommer ist ja jetzt leider fast rum. Ich denke, das kann man so sagen. Leider. Ich bin ein absoluter Sommermensch. Aber passend zum Thema Herbst habe ich, wie gesagt, jetzt eine neue Kollektion für euch. Und zwar heißt die Kollektion Waldzauber, geht entsprechend um Waldtierchen und wie gesagt, geht so thematisch ein bisschen in Richtung Herbst hinein. Hier könnt ihr auch schon mal einen kleinen Vorgeschmack drauf bekommen, was es so zu der Kollektion geben wird. Ansonsten gehe ich jetzt erstmal noch am Anfang kurz auf das Thema Shop ein. Wenn ihr euch nur für die Kollektion interessiert, dann spult einfach ein bisschen vor. Und zwar, Davanda hat ja jetzt geschlossen. Seit dem 30. August gibt es Davanda nicht mehr und damit auch meinen Davanda-Shop. Ich finde es persönlich unheimlich schade. Ich war sehr gerne auf der Davanda-Plattform, auch wenn die Gebührenerhöhung, ich glaube Jahresanfang war das, ja, mich so ein bisschen nachdenklich gestimmt hat. Und man hatte halt wirklich drüber nachgedacht, soll man nicht doch auf eine andere Plattform umziehen. Ich habe es aber immer ein bisschen vor mich hergeschoben, weil ich eigentlich, wie gesagt, sehr zufrieden mit Davanda war. Ich habe mich da einfach zu Hause gefühlt, wenn man das so nennen kann. Und deswegen, ich bin sehr traurig drüber, dass Davanda jetzt geschlossen hat. Aber an sich ist das jetzt nicht unbedingt so schlecht für mich persönlich. Weil, wie gesagt, eigentlich wollte ich sowieso mal irgendwann auf eine neue Plattform. Und somit habe ich einen Schubs bekommen, das Ganze umzusetzen. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Und zwar wird mein neuer Shop unter www.semifilmdesigns.de zu erreichen sein. Ich werde euch die Internetadresse hier gerne mal einblenden. Auf jeden Fall habe ich mich, wie gesagt, jetzt darum gekümmert, dass ich einen eigenen Shop habe mit einer eigenen Internetadresse, mit eigener Oberfläche. Ich denke, das macht vieles leichter, vieles übersichtlicher. Es gab ein paar Punkte, die mich wirklich gestört haben an Davanda, weil Davanda von der Funktionalität her doch relativ begrenzt ist, wenn man mal so sagen kann. Und da habe ich jetzt einfach ein paar Tore für mich persönlich geöffnet, die ich einfach wesentlich schöner auch zu bedienen finde und auch zu suchen und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr gebt der Seite mal eine Chance und schaut da mal vorbei. Sehr gerne lasst mir Feedback zu der Seite da, ob ich da vielleicht nochmal was abändern kann. Oder vor allen Dingen, wenn auch irgendwas nicht funktioniert, dann meldet euch bitte gerne bei mir. Ansonsten, wenn ihr jetzt nicht über meine neue Shop-Seite bestellen möchtet, vielleicht habt ihr da irgendwelche Vorbehalte oder was für Gründe auch immer, sei natürlich jedem selbst überlassen. Ich habe auch noch einen zweiten Shop und zwar bin ich auch zu Etsy mit umgezogen. Das hatte Davanda ja angeboten. Die haben da so ein Tool bereitgestellt, wo man auch all seine Shop-Bewertungen mit in den neuen Etsy-Store übernehmen kann. Und das habe ich auch gemacht, deswegen auf Etsy findet ihr mich auch und ihr könnt auch ganz normal, wie ihr das bei Davanda früher gemacht habt, eben dann über die neue Plattform Etsy könnt ihr jetzt auch, wie gehabt, meine Produkte bestellen. Ich sag's gleich, Etsy ist ein bisschen anders als Davanda. Also ich konnte ein paar Sachen bei Etsy nicht einstellen. Vielleicht war ich auch zu dumm, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall zum Beispiel konnte ich nicht einstellen, versandkostenfrei ab einem bestimmten Bestellbetrag zu verschicken. Das geht einfach bei Etsy nicht. Wie gesagt, vielleicht bin ich zu doof und habe es einfach nur nicht gefunden. Also das ist zum Beispiel neu. Ihr werdet auch sehen, dass ich meine Produktpreise, wenn ihr euch noch an die alten Preise erinnert, oder ihr könnt das ja auch mit semifilmdesigns.de vergleichen, werdet ihr feststellen, dass meine Preise auf Etsy ein bisschen teurer geworden sind. Und zwar hat das den Grund, und ich möchte euch natürlich auch einen gewissen Anreiz geben, warum ihr überhaupt über meinen Shop bestellen solltet und nicht über Etsy. Wenn ihr über meinen Shop bestellt, ist das für mich halt wesentlich leichter, organisatorisch. Ich habe auch eine kleine finanzielle Ersparnis, sage ich ganz offen und ehrlich. Die Davanda-Gebühren, die waren echt extrem. Davanda hatte ja zu Jahresanfang die Gebühren erhöht. Auf 9,5% hat Davanda dann die Gebühren erhöht. Das hat Etsy jetzt im Juli auch gemacht. Welch Zufall. Also das heißt, ich habe bei Etsy unheimlich hohe Gebühren. Und ja, ich wollte damals bei Davanda meine Preise nicht erhöhen. Auch eigentlich mehr oder weniger aus Trotz. Aber letzten Endes, wie gesagt, die Entscheidung liegt natürlich komplett bei euch. Es ist nur ein Angebot und ich möchte da einfach nur darauf hinweisen, nicht, dass ihr euch wundert, warum die Produkte teurer geworden sind. Im Prinzip sind sie nicht teurer geworden, wenn ihr über semifilmdesigns.de bestellt. Ja, das wollte ich eigentlich nur ganz kurz zu meinem neuen Shop sagen. Wie gesagt,
Schaut da einfach gerne mal vorbei, sehr gerne, lasst mir Feedback dazu da. Und dann habe ich jetzt schließlich lang genug, glaube ich, über das Thema Shop geredet. Ich zeige euch jetzt erstmal meine neue Kollektion, was daraus entstanden ist. Wie schon gesagt, es geht um das Thema Herbst bzw. Waldzauber. Und zwar gibt es wieder zu der Kollektion ein 21x21 cm Papierset und ein 14,8x14,8 cm Papierset. Das sind grob umgerechnet 8x8 Inch und 6x6 Inch. Die Papiere an sich sind dieselben, nur dass die einfach ein bisschen kleiner skaliert sind. Wir haben wieder bei der Kollektion 34 Blätter bzw. 17 Designs. Also jedes Design ist doppelt vorhanden. Plus das Cover natürlich. Da könnt ihr auch nochmal, wenn ihr möchtet, ein paar der Figuren ausschneiden und so als Die-Cuts zum Beispiel benutzen. Wie gesagt, das Thema ist Waldtiere und da darf natürlich der Wolf nicht fehlen. Ich finde den Wolf so süß. Zwar haben wir hier einmal so ein kleines Wolfsrudel, wenn man so will, die sich im Blätterwald wälzen. Also gefällt mir unheimlich gut. Ich habe das Ganze versucht, so ein bisschen pastelliger zu halten, dieses Design jetzt speziell. Dann habe ich zwischendurch auch immer mal schlichtere Papiere, einfach damit man es ein bisschen besser kombinieren kann. Dann habe ich hier mal ein horizontales Design, wenn man das so nennen kann. Die Streifen, die kann man sich auch ausschneiden und als Bordüre benutzen, wenn man möchte. Dann haben wir hier die nächsten Waldtiere und zwar habe ich Rehe gemacht, ein sitzendes Reh und ein stehendes Reh. Und zwei verschiedene Eichhörnchen. Einmal so ein bisschen ein dümmlich guckendes Eichhörnchen. Oder ja, wie, ich finde das einfach nur total niedlich. Es passt irgendwie zu mir. Dieses Also ich mag das Design einfach unheimlich gern. Musste ich dazu malen. Und damit das arme Eichhörnchen nicht immer so dumm gucken muss, habe ich noch ein lächelndes Eichhörnchen mit einer kleinen Eiche dazu gemalt. Dann hier ein an sich auch wieder eher schlichteres Motiv. Und dann schließlich als drittes Tier darf natürlich der Waschbär nicht fehlen. Ich finde den auch so süß geworden. Passt von der Silhouette her zum Wolf eigentlich ganz gut. Und ich musste dem einfach ein Herz in die Hand drücken. Ich mag einfach Herzen. Das bin einfach ich. Also es ist wieder eine relativ kitschige Kollektion. Aber es ist halt einfach nur mal mein Stil. Und dann habe ich im Hintergrund, das ist eigentlich, wenn ihr das vielleicht wiedererkennt, von der Zebra Schablone, also die Schablone an sich, die gibt es schon länger mit dem Zebra-Motiv. Aber ich finde, das sieht auch aus wie Holz. Deswegen fand ich das hier sehr praktisch und habe das eben als, ja, wie soll man das sagen, als Holzmaserung hier noch mit eingebaut. Dann habe ich hier nochmal den Blätterwald in ein bisschen bunter. Die Blätter hatten wir hier bei dem Motiv schon. Und hier sind die, wie gesagt, einfach nur ein bisschen farbiger. Dann haben wir hier noch die sitzenden Rehe. Die sind hier mal ein bisschen kleiner skaliert. Ich denke, das ist auch ganz schön, wenn man von den Motiven her, von der Größe. Oh, ich hoffe, diese blöde Fliege stört euch in dem Video nicht. Lasst euch davon nicht irritieren. Auf jeden Fall sind hier diese kleinen Rehe mit so ein paar kleineren Herzchen noch zwischendurch. Dann hier wieder ein eher schlichteres Motiv zum Kombinieren vor allem. In sehr schönen, kräftigen Herbstfarben. Also das ist ja wirklich das einzig Schöne, was ich dem Herbst irgendwie abgewinnen kann, sind die bunten Laubblätter. Ansonsten, wie gesagt, ich bin ein absoluter Sommermensch. Ich finde es immer noch so schade, dass ich will nicht, dass der Sommer aufhört. Dann hier auch wieder ein eher helleres Design, was man sowohl als Hintergrundpapier benutzen kann, als auch als Fokuspapier, je nachdem. Dann hier wieder die Punkte, diesmal aber in Braun, beziehungsweise in diesen typischen Herbst. Farben eben. Dann haben wir hier wieder die Wölfe in verschiedenen Posen. Ich muss ja ganz ehrlich zugeben, mein Liebling ist der Wolf mit dem Herzen drin. Ich finde ihn einfach so süß. Oder der hier, der so zum Sprung ausholt. Und vielleicht erkennt ja der ein oder andere diesen Wolf hier. Ganz, ganz liebe Grüße an dich, liebe Melli. Also der Wolf, der hat quasi schon der ist schon sozusagen adoptiert worden. Und jetzt gibt es halt endlich auch mal eine Kollektion dazu. Also die Designs an sich, die Wolf-Designs, die sind tatsächlich, habe ich schon im Dezember letzten Jahres fertig gehabt. Und habe aber gedacht, weil sie wirklich sehr gut ins Thema Wald passen und das Thema Wald passt sehr gut in den Herbst. Deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, die Wölfe erstmal noch zurückzubehalten und jetzt haben sie endlich eine eigene Kollektion gekriegt, worüber ich persönlich sehr happy bin. Dann haben wir hier auch wieder ein, ja, eher kälteres Motiv, also diese Karo-Muster erinnern mich persönlich immer so ein bisschen an Weihnachten oder Herbst. Dann habe ich hier wieder die Rehe und die Eichhörnchen.
Auch die Kreise, wenn man möchte, kann man sich einzeln ausschneiden und das Ganze dann so als kreisrundes Embellishment benutzen. Oder man benutzt das eben als vollflächiges Motivpapier. Und das ist auch einer meiner Lieblingspapiere. Ich finde es einfach nur so zuckersüß. Und zwar ist das einfach der Waschbär mit dem Herzen und ein paar kleinen Sternchen hier so im Hintergrund. Ich mag das Designpapier einfach unheimlich gern. Und dann habe ich schließlich, last but not least, natürlich wieder so kleine Kärtchen designt, die ihr euch selber ausschneiden könnt. Ich habe diesmal auch kleinere Kärtchen dazu gemacht. Also die bisherigen Kollektionen, die hatten immer diese großen Quadrate. Und jetzt habe ich eben neu auch diese rechteckigen Karten dazu gemacht. Fand das eigentlich vom Format her ganz passend. Dann habe ich hier einmal diese Designs, auch wieder mit deutschen Sprüchen natürlich. Der erste Spruch, der mir eingefallen ist zu der Kollektion, er durfte nicht fehlen, ich musste ihn mit reinnehmen, war das, oh, guck mal, ein Eichhörnchen. Es passt einfach so gut zu mir, den musste ich einfach mit reinnehmen. Dann der Waschbär, du bist ein waschechter Held, fand ich auch sehr passend. Also wegen, ich glaube, das muss ich nicht erklären, oder? Waschecht und Waschbär und so und Held, weil der eben so eine Superheldenmaske trägt. Ich fand es einfach nur sehr passend. Und hier unten das Reh, musste ich natürlich das Wortspiel nehmen, einfach mal relaxen. Ich habe auch noch ein paar andere Wortwitze mit Reh mir einfallen lassen. Ich habe dazu auch ein separates Stempelset, das seht ihr auch gleich noch. Aber der Spruch mit dem Relaxen, der ist dann letztendlich hier auf dieser Karte gelandet. Und dann habe ich schließlich noch diese Designs hier. Hier ist wieder der Wolf und da musste einfach dazu, ich könnte heulen vor Freude. Ich finde das so passend, dieser Spruch. Der musste da einfach rein. Dann habe ich hier wieder den kleinen Wolf, der sich im Laub wälzt. Ja, und hier eben noch die anderen Motive. Einfach so ein bisschen als kleinere Deko-Karten. Das waren jetzt also die Designs vom Designpapier. Wie schon gesagt, es gibt auch die kleinere Variante mit 14,8 cm. Die Designs an sich sind dieselben. Aber die Motive sind einfach nur ein bisschen kleiner skaliert. Also der Waschbär zum Beispiel, wie ihr seht, der ist ein bisschen kleiner. Auch die Karten hinten sind dementsprechend ein bisschen kleiner. Also eine sehr schöne Alternative zusätzlich noch zu dem 21x21 cm Papier. Das große Papier, das benutze ich sehr gerne für Mini-Alben. Das 14,8er kann man auch für Mini-Alben benutzen. Es kommt dann aber wirklich darauf an, wie groß euer Mini-Album ist. Also eher dann für kleinere Mini-Alb geeignet. Ansonsten für Grußkarten zum Beispiel oder kleinere Projekte ist dann das 14,8er wiederum sehr gut geeignet. Dann gibt es noch, wie schon angekündigt, auch Stempelsets passend zu der Waldzauberkollektion. Und zwar habe ich einmal die Wölfe separat in einem Stempelset gepackt. Ich habe die Rehe separat in ein Stempelset gepackt. Und die Eichhörnchen, da habe ich dann den Waschbär noch dazu genommen. Das ist quasi das eher allgemeinere Set zu der Waldzauberkollektion. Und zwar sind hier einfach nur die Outlines von den Figuren, die ihr euch dann damit aufstempeln könnt. Ich habe hier noch ein paar Kleinigkeiten mit aufgenommen, also die Blätter zum Beispiel. Da könnt ihr euch dann zum Beispiel einen schönen Hintergrund damit stempeln. Und natürlich deutsche Sprüche sind hier auch wieder mit dabei. Einmal das, oh guck mal, ein Eichhörnchen. Wie gesagt, ich finde, das ist einfach total passend zu mir persönlich. Dann, du bist ein waschechter Freund. Die Alternative zum Du bist ein waschechter Held habe ich jetzt hier mal mit Freund ersetzt. Vor allem für Grußkarten fand ich das halt sehr passend und deswegen habe ich das da einfach mal ausgetauscht. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich hoffe, da ist jetzt niemand traurig drüber, dass hier Freund steht und nicht Held. Aber wie gesagt, ich fand es für Grußkarten mit Freund einfach noch ein Ticken passender. Dann habe ich halt die Ohren steif mit als Spruch aufgenommen. Das ist ja auch etwas, das kann man einfach immer mal ganz gut für Karten gebrauchen, für Grußkarten. Und dann hier unten, ich fand das einfach total süß zu dem Eichhörnchen. Ich fand das irgendwie passend. Und zwar der Spruch, erst ein Nüsschen, dann ein Küsschen. Total bescheuert, aber ich fand es irgendwie trotzdem ganz süß. Und ja, thematisch passt ja an sich auch ganz gut auf eine Grußkarte. Das ist also das erste Stempelset. In dem zweiten Stempelset geht es jetzt um das Thema Rehe. Und zwar habe ich da auch die beiden Rehe aufgenommen. Einmal in sitzender Position und einmal in stehender Position. Ich hoffe, man sieht das in der Kamera. Ich hoffe, das kommt rüber. Die sind auch tatsächlich relativ groß, diese Motive. War mir auch sehr wichtig. Kleine Motive sind auch sehr süß zum Stempeln, aber vor allem für Karten, da tue ich mir mit so kleinen Motiven einfach irgendwie schwerer. Deswegen wollte ich ganz gerne, dass die Rehe ein bisschen größer sind und deswegen habe ich denen einfach auch ein eigenes Clear Stamp
Design spendiert. Ich hätte die natürlich irgendwie da noch mit reinquetschen können. Aber wie gesagt, dadurch wären die Motive doch sehr klein geworden, dann ab einem bestimmten Grad. Und ich mag das einfach lieber, wenn Motive auch ein bisschen größer sind. Und deswegen habe ich dann noch ein paar Sachen dazu gemacht. Und zwar einmal hier diese kleinen, wie nennt man das? Das kleine Geweih und einmal ein bisschen ein größeres Geweih. Das könnt ihr dem Reh hier oben ganz einfach dazu stempeln. Dann habe ich hier noch eine Schleife dazu gemacht, einfach als kleinere Deko, weil das irgendwie total zu den Bambis, wollte ich schon sagen, zu den Rehlein passt. Und natürlich die Fußspuren im Schnee, also die Spuren, die die Rehe hinterlassen. Und dann musste ich die Wortwitze natürlich aufgreifen. Und zwar der Wortwitz, der mir am besten gefallen hat, war Respekt. Oder Respekt. Ich fand das einfach nur so passend. Und deswegen habe ich hier noch dazu, du hast meinen vollsten Respekt. Wie gesagt, der Fokus bei den Stempelsets liegt bei mir persönlich immer auf Grußkarten. Und ich finde das einfach nur wirklich mehr als passend, daraus mal eine Grußkarte zu machen. Es ist einfach mal was anderes als diese Standard-Grußkarten. Deswegen, Respekt geht einfach immer. Dann habe ich hier noch den Wortwitz, du bist meine Rettung. Also Rettung wegen Reh, ne? Und dann hier nochmal das Relax doch mal. Und last but not least, mein Lieblingsstempelset von allen. Ich finde es so süß geworden. Wie gesagt, an sich, das Clear Stamp Design liegt bei mir schon seit Dezember rum. Also ich habe das schon im Dezember gemacht, dieses Design. Und ich bin so, so happy, dass ich es jetzt endlich als Clear Stamps umsetzen durfte. Oder beziehungsweise, dass es generell jetzt endlich eine eigene Kollektion bekommen hat und ich das Design noch endlich euch zeigen kann. Und zwar sind hier einfach die Wölfe. Die sind jetzt tatsächlich ein bisschen kleiner vom, von der Größe her. Dann habe ich noch einen Mond dazu designt. Ein paar kleinere Steine. Hier ist noch ein größerer Felsen. Da könnt ihr zum Beispiel diesen heulenden Wolf ganz gut da drauf setzen. Und dann habe ich auch hier natürlich noch ein paar Sprüche dazu gemacht. Ich könnte heulen vor Freude, das ist der Spruch, der auch im Designpapier zu sehen war. Dann, manchmal hilft nur ein dickes Fell, passt natürlich auch sehr gut zu den Hunden, wollte ich jetzt schon sagen. Bester Freund ever wegen den Wölfen oder beziehungsweise man kann es natürlich, je nachdem wie man es koloriert, auch dann als Hund Stempel benutzen. Das waren jetzt also die drei neuen Clear Stamps, passend zu der neuen Kollektion Waldzauber. Und ich habe aber noch ein viertes neues Stempelset. Das hat jetzt mit der Kollektion nichts zu tun. Ich zeige es jetzt an der Stelle trotzdem einfach mal, weil es gerade zum Thema passt. Und zwar habe ich ein Danke Clear Stamp Set gemacht, weil ich finde, man kann einfach nicht genug Danke sagen. Und ich finde, wenn man Grußkarten macht mit dem Wort Danke, ist es einfach schöner, wenn es deutsch ist, als wenn da einfach nur Thanks steht oder Thank you. Das geht natürlich auch, aber irgendwie wirkt das Englische dann, wenn man das jemandem Deutschen schenkt, so unpersönlich. Also versteht ihr, wie ich das meine? Deswegen lag es mir einfach am Herzen, auch ein eigenes deutsches Dankesprüche-Set zu haben. Und hier unten noch ein paar Zusätze. Also du bist die Beste oder der Beste, kann man natürlich dann so kombinieren. Mein Lebensretter. Ein Schatz und hier ist noch der Zusatz für alles, also quasi danke für alles, du bist mein Lebensretter. Also so in der Art zum Beispiel kann man dieses Set kombinieren und benutzen und damit kann man, denke ich, doch sehr schöne Kombinationen fahren, auch mit den anderen Stempelsets. Dann habe ich wieder zu der Kollektion, wie ihr das ja auch schon kennt, wieder Sticker und Mini-Sticker, also einmal größere Sticker und einmal kleinere Sticker. Der Stickerbogen ist hier jeweils doppelt drin. Ich werde das jetzt nicht auspacken, weil ihr seht das ja so eigentlich ganz gut, die Motive. Wie gesagt, die Motive sind doppelt, also der Stickerbogen ist doppelt hier drin. Und dann habt ihr hier schließlich noch die Mini-Sticker. Das sind insgesamt 5 kleinere Stickerbögen. Hier einmal mit den Wölfen, mit dem Herz. Der hat einen kompletten eigenen Stickerbogen bekommen. Ich finde ihn einfach so süß. Die Rehe, die haben sich dann einen Stickerbogen geteilt, weil es waren von den Motiven her mehr als 5. Deswegen habe ich das Ganze dann einfach aufgeteilt. Dann die beiden Motive mussten sich leider auch ein Stickersheet teilen. Einmal dieser Wolf, der so zum Sprung ausholt und der kleine Waschbär. Die Eichhörnchen haben sich auch ein Stickersheet geteilt. Und dann last but not least schließlich die hier noch, diese beiden Wolfsmotive. Wie gesagt, es waren leider zu viele Motive. Ich habe schon überlegt, ob ich Motive auslassen soll, fand das aber irgendwie auch blöd. Also ich wollte die schon gerne komplett im Mini-Sticker-Set mithaben, wollte das Mini-Sticker-Sheet oder das Mini-Sticker-Set nicht aber dicker machen und deswegen teurer und so weiter, weil es wäre komplizierter gewesen. Deswegen habe ich einfach mich entschieden, dass die sich einfach die Plätze teilen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Aber das sind auf jeden Fall die 5 Sticker-Sheets, die in dem Mini-Sticker-Set mit dabei sind. Dann gibt es natürlich auch wieder Enamel-Sticker. Die Enamel-Sticker, das sind einfach Sticker, die eine
ja, wie soll man das sagen, so eine Epoxy, einen Epoxy-Überzug haben. Ich glaube, hier erkennt man es ein bisschen besser. Die haben quasi so eine gedomte Schicht einfach oben drauf und glänzen dadurch und sind einfach ein bisschen dreidimensionaler. Und zwar gibt es da diese beiden Sets als Enamel-Sticker hierzu. Und dann, man verwechselt die irgendwie leicht von den Produktfotos her, aber es gibt auch wieder Buttons. Ich hatte euch ja meine Buttons schon mal gezeigt in dem Review-Video, was ich zur Buttonmaschine gemacht habe. Dadurch ist jetzt natürlich eine neue Produktgruppe hinzugekommen. Für diejenigen, die das jetzt nicht gesehen haben, das Video, also diese Sets hier, das sind einfach Buttons, die kennt ihr bestimmt, die man sich normalerweise mit so einer Nadel hinten dran an eine Tasche oder sowas klipsen kann. Diese Buttons, die haben eine flache Rückseite, also so wie ihr das hier seht. Ich finde das einfach ideal zum Basteln. Ich habe euch da schon auch ein paar Inspirationen gezeigt, was man damit machen kann. Ich finde, das lässt sich wunderbar zum Scrubben benutzen, für Mini-Alben zum Beispiel oder auch für Grußkarten. Deswegen wollte ich diese Produktgruppe gerne unbedingt mit ins Sortiment aufnehmen und da gibt es jetzt, wie gesagt, auch zu der Waldzauber-Kollektion passend diese Buttons. Kleiner Hinweis noch für diejenigen, die jetzt bei semifilmdesigns.de bestellen. Dort könnt ihr euch nämlich aussuchen, ob ihr eine flache Rückseite haben möchtet oder Nadeln hinten dran. Also für diejenigen vielleicht unter euch, die sich das irgendwo dranhängen möchten, die deswegen eine Nadel gerne bei diesen Motiven hinten dran haben, die können sich auch die andere Version aussuchen im Shop. Dann habe ich natürlich auch wieder ein Ephemera-Pack. Also das sind einfach nur ausgeschnittene Die-Cuts aus dickerem Cardstock. Und alle Motive aus dem Ephemera-Pack sind auch jeweils doppelt im Set vorhanden. Also wir haben hier zum Beispiel einmal das Eichhörnchen. Und die Die-Cuts haben auch immer eine recht schöne Größe, wie ich finde. Dann hier das andere Eichhörnchen. Dann haben wir noch so ein paar kleinere Dies auch mit dabei. Also hier sind zum Beispiel so ein paar Laubblätter. Die kann man vielleicht auch ganz gut, habe ich mir gedacht, in so einem Shaker-Element mit einbauen. Hier ist noch der Pilz. Hier nochmal ein paar Nüsschen. Dann natürlich, die Wölfe dürfen auch nicht fehlen. Und zwar haben wir hier einmal diesen Wolf hier. Dann noch der Wolf, der auf dem Stein sitzt und heult. Oh, ich finde den so süß. Und dann dieser hier schließlich noch. Dann haben wir natürlich die Rehe auch noch. Also dieses Reh hier, das habe ich mal in so einen Blumenkreis gepackt oder in so einem gewölbten Kreis, einfach als Deko-Element. Genauso wie diesen Wolf hier. Dann habe ich so kleine Tickets gemacht, also in so einem Ticket-Style mit so Sprüchen dabei. Einmal der waschechte Held oder beziehungsweise der Waschbär und hier einmal das Reh, was am Relaxen ist. Dann hier der Spruch mit, oh, guck mal, ein Eichhörnchen. Und dann hier schließlich noch ein Baum, einfach als Hintergrunddeko. Wie gesagt, ich finde, das lässt sich dann ganz gut mit den diversen Objekten ganz gut kombinieren. Und das waren auch schließlich die Die-Cuts, die hier mit dabei sind. Wie gesagt, alle Motive sind hier doppelt drin vorhanden. Dann habe ich natürlich auch wieder Memo-Blöcke zu der Kollektion gemacht oder beziehungsweise mit den Motiven von der Kollektion. Einmal habe ich hier die Wölfe, die musste ich unbedingt auf einen großen Notizblock packen. Also das heißt, der ist DIN A6 groß. Und zwei Mini-Memo-Blöcke habe ich noch. Und zwar konnte ich nicht anders. Ich musste den Waschbär nochmal als Motiv mit aufnehmen. Ich wollte ihn jetzt thematisch nicht zu den Wölfen mitklatschen. Deswegen habe ich dem einen eigenen Mini-Memo-Block spendiert. Und ansonsten gibt es das Reh und das Eichhörnchen hier auch nochmal als Mini-Memo-Block-Design. Und schließlich, last but not least, gibt es noch ein Produkt, was irgendwie zu der Kollektion dazugehört, obwohl es eigentlich nicht wirklich in der Kollektion vorkommt. Und zwar ist das eine Schablone. Und zwar handelt es sich hier um eine Grasbordüren-Schablone. Ihr habt das bestimmt auch schon mal von anderen Herstellern gesehen. Ich finde, das ist eine richtig coole Idee. Und ihr habt hier eben verschiedene Grasbordüren. Die Schablone besteht hier auch aus verschiedenen Hügeln, also verschiedene Biegungen und verschiedene Größen. Also das hier zum Beispiel ist einfach nur eine gerade Graslandschaft, wo das Gras ein bisschen größer ist. Hier ist das Gras zum Beispiel ein bisschen kleiner. Dafür ist das einmal hier so nach oben hin gewölbt. Hier habt ihr eine etwas abgeschrägtere Wellenform. Hier auch nochmal eine etwas abgeschrägene und dafür ein bisschen größere Wellenform, also ein bisschen länger gezogen. Also einfach unterschiedliche Graslandschaften, sodass ihr das drehen und sehr gut miteinander kombinieren könnt. Ich schau mal, ob ich euch vielleicht mal schnell ein Bild einblende, wo ich das Ganze mal benutzt habe, damit ihr euch das vielleicht ein bisschen besser vorstellen könnt, was man damit machen kann. Also ich finde, das ist eine richtig coole Sache. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, auch wenn die Grasbordüren an sich eigentlich nicht bei der Waldzauberkollektion vorkommen, dass ich das trotzdem in die Kollektion mit rein kategorisiere. Und das sind auch schon die Produkte aus der neuen Kollektion Waldzauber. Ich hoffe,
hoffe, die Kollektion gefällt euch. Ich habe auch wieder ein Kit für euch zusammengestellt, nur für diejenigen, die Interesse dran hätten. Ich habe das Kit diesmal erweitert, und zwar um die beiden Button-Produkte. Also zusätzlich zu den Enamel-Stickern habe ich jetzt auch im Kit die Button-Produkte mit aufgenommen. Deswegen ist das Kit nochmal ein bisschen teurer geworden. Aber von der Ersparnis her spart ihr trotzdem 15% an den Gesamtprodukten. Also im Vergleich, wenn ihr euch die Produkte einzeln kaufen würdet, spart ihr daran 15%. Und wie gesagt, ansonsten ist einfach nur ein Angebot für diejenigen, die sich sowieso zum Beispiel alle Produkte gekauft hätten, dass die nochmal ein bisschen die Möglichkeit haben, was daran zu sparen. Ich zeige gerade nochmal, was explizit im Kit mit dabei ist. Nicht, dass da irgendwelche Missverständnisse aufkommen. Also wir haben einmal das 21 cm Papier, das 14,8er Papier. Also quasi einmal das große und einmal das kleine Papierset habt ihr im Kit mit drin. Ihr habt dieses Stempelset mit drin. Also das mit den Waldtieren, mit den Eichhörnchen und dem Waschbär. Das ist in dem Kit mit drin. Die anderen Stempelsets, die gibt es dann einzeln zu erwerben. Dann ist im Kit mit drin die Mini-Sticker und die Sticker, diese beiden. Dann habe ich die Grasschablone mit drin. Wie gesagt, eigentlich hat die Grasschablone an sich nicht unbedingt was mit der Waldzauber-Kollektion zu tun. Aber ich fand es irgendwie ganz passend, das als Schablone mit aufzunehmen. Dann haben wir natürlich wieder das Ephemera-Pack mit den Die-Cuts mit drin. Und dann die Enamel-Sticker und auch die Buttons mit flacher Rückseite. Also das heißt, diese 11 Produkte, die bekommt ihr als Kit-Variante. Und was jetzt auch noch zur Kollektion dazugehört, was aber nicht im Kit mit dabei ist, das sind die Memo-Blöcke. Ihr findet die Produkte aber natürlich auch einzeln. Dann das Stempelset natürlich nicht, weil es überhaupt nicht zur Kollektion dazugehört. Und dann diese beiden Stempelsets gehören ja eigentlich auch noch zur Kollektion mit dazu. Aber ich habe mir gedacht, preislich ist es einfach, ich wollte nicht zu viel in ein Kit packen. Also wisst ihr, wie ich das meine? Wenn ich jetzt die Memo-Blöcke und das hier noch mit dazu genommen hätte, wäre es halt auch recht teuer geworden. Und da weiß ich nicht, wie groß da die Nachfrage dazu da ist. Deswegen habe ich mir gedacht, ist das ganz praktisch, wenn ich einfach so ein Standardsortiment habe und in dem Kit immer ein Stempelset mit drin ist, ein 21er Papier, ein 14,8er Papier und so weiter. Ja, wie gesagt, ich bin mit den Kits noch am Experimentieren und rumüberlegen, ob man das vielleicht doch nochmal auf ein Complete-Kit oder so erweitern sollte, wo dann wirklich alle Produkte von einer Kollektion drin sind. Ja, bin ich selbst noch ein bisschen am Rumrätseln und Rumprobieren. Aber ich werde es jetzt erstmal so lassen. Also nur, dass ihr es wisst, wie gesagt, die Clearstamps, die gibt es auch, aber dann halt, wie gesagt, extra. Dann noch ein paar Kleinigkeiten, die auch noch neu im Shop sind, beziehungsweise die ich jetzt neu wieder aufgenommen habe. Also zum einen die Enamel-Sticker aus der Über dem Regenbogen-Kollektion, die sind wieder verfügbar. Die waren eine ziemlich lange Zeit ausverkauft und ich habe mich entschlossen, die jetzt doch wieder nachproduzieren zu lassen. Ansonsten habe ich jetzt auch neu als Produkt zu der meinen kleinen Farben ebenfalls Enamel-Sticker. Also die gab es vorher nicht, die sind jetzt mehr oder weniger neu. Ich habe es leider verpennt, habe ich wirklich komplett verpennt, zu der Abenteuer-Arktis-Kollektion auch Enamel-Sticker herstellen zu lassen. Das hätte sich angeboten, das zusammenzumachen. Habe ich jetzt aber, wie gesagt, leider komplett verpasst. Ich werde die einfach bei Gelegenheit irgendwann mal produzieren lassen. Aber auf jeden Fall der Hinweis zu der Meine kleine Farm-Kollektion gibt es jetzt auch die Enamel-Sticker und auch die Buttons. Die gab es vorher auch nicht. Zu den anderen Kollektionen habe ich inzwischen alle Buttons. Zu der Meine kleine Farm hat es noch gefehlt. Und die gibt es jetzt also auch. Und was ich auch noch neu im Shop habe, sind neue Sprüche-Sticker. Vielleicht kennt ihr ja die alten Sprüche-Sticker, die waren passend zum Thema Art-Journaling. Da ging es so ein bisschen um Motivation, um schöne, gute Laune-Sprüche, um Inspirationssprüche und all sowas. Das hier ist jetzt bezogen auf Scrapbooking. Also das heißt, das sind neue Scrapbooking-Sprüche-Sticker von mir. Der Bogen ist auch doppelt drin. Also alle Wörter, die ihr hier seht, die sind doppelt in der Stickerpackung enthalten. Und da geht es eben zum Beispiel um perfekte Erinnerungen, ab ins Abenteuer, zurücklehnen und entspannen, unterwegs, auf Momente wie diese kommt es an, Spaß muss sein und all sowas. Alles, was irgendwie zu Fotos passt, zu Urlaub, zu Familie, ein bisschen auch zu Essen, guten Hunger zum Beispiel, wer so ein bisschen Essen fotografiert. Also ganz so in diese thematische Richtung. Ich fand das einfach cool, wenn man das im Zusammenhang mit Scrapbooking benutzen möchte und dann noch seine Fotos ein bisschen aufpeppen möchte in Mini-Alben.
Also wie gesagt, das sind Produkte, die jetzt noch zusätzlich neu hinzugekommen sind. Ja, und das war, wie gesagt, das Video zu meiner neuen Kollektion. Ich hoffe, die Kollektion gefällt euch. Wie gesagt, zu erwerben bekommt ihr das Ganze entweder bei Etsy oder über meinen eigenen Shop www.semifilmdesigns.de. Schaut dort gerne mal vorbei, lasst mir gerne Feedback zu dem Shop da. Damit bedanke ich mich sehr, sehr herzlich fürs Zusehen. Vielen Dank für euer Interesse und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.